Ich möchte euch jetzt gerne die Ausbildung zum geistigen Heiler näher bringen. Was könnt ihr da lernen? Ganz wichtig ist, die Ursache von Krankheiten aufzulösen, dahinter zu sehen, was steht natürlich dahinter von diesen Krankheiten, dann Chakren auszugleichen, auch die Lehre von der Chakren ist ganz was Wichtiges, die Meridiane wieder ins Fließen zu bringen, die Organe aktivieren und auch wieder in die Heilung zu bringen. Genauso Schocks, Traumen, Ängste zu lösen, ist ein ganz ein großes Thema. Allergien und Unverträglichkeiten, diese aufzuheben. Ihr wisst genau, wie viele Allergien und Unverträglichkeiten das es gibt. Sehr, sehr viele. Und ihr habt die Chance, diese bei diesen Menschen aufzulösen. Und das ist ganz was Wunderbares, was Tolles.